Oh, ich fühle mich so stark. Ich mach euch alle fertig, Noobs. Yeah. Und der nächste. Bam, bam, bam. Und let's go. Links, rechts. Und da liegt der nächste. Oh, ich fühle mich immer und immer stärker. Und das wird unser heutiges Ziel sein, der stärkste Spieler mit den meisten Muskeln zu werden im heutigen Easy Muscle Clicker Game, wo wir hier diese Gewichte heben müssen und klicken müssen, um somit ein Ultra-Muskelpaket zu werden. Wow, schaut euch den mal an, wie riesig ist der denn? Ich gebe auch mein Bestes. Komm schon, wir klicken unser Leben. Und wie unsere heutige Entwicklung von dünn zu ultra stark wird und wie ich am Ende aussehen werde, mit den größten Muskeln der ganzen Welt. Das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir spielen heute zusammen den Easy Muscle Clicker, in dem wir klicken müssen, um so stärker zu werden. Und damit können wir jetzt hier diesen Run beenden. Und hier gibt es ganz, ganz viele kleine Noobs. Und jedes Mal, wenn wir einen Noob besiegen, komm her, ich mach dich fertig, buh, bekommen wir einen Win. Ihr seht es, wir sind gerade bei Level 10. Oben seht ihr auch natürlich die Leiste. Es geht bis, bis zu 10. Also es gibt 10 verschiedene Etappen. Und am Anfang haben wir natürlich hier easy peasy Gegner. Irgendwelche kleinen Noobs, die sich gar nicht wehren können. Hey, du hast mein Pausenbrötchen geklaut, komm her. Dafür wirst du, boom, bezahlen. Let's go, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen werden. Und ob wir es vielleicht schaffen werden, zu der nächsten Etappe zu kommen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber Freunde, noch haben wir eine Stärke von 79 gerade und das muss sich auf jeden Fall ändern. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier bam, 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 ha, natürlich immer weiter kämpfen und immer stärker werden. Oh, das sind die letzten Noobs. Ihr seht es. Let's go. Und dann sollte da dort hinten schon die nächste Zone sein. Hey, aus dem Weg. Tut mir leid. Wie kämpfen wir überhaupt? Ha, das sieht aus, als wenn wir nur wir die ganze Zeit unseren Armen so rumfuchteln. Links, rechts. Ha, sieht gar nicht aus, als würden wir hier richtig stark sein. Aber wir sind natürlich auch noch ganz, ganz am Anfang. Das bedeutet, wir müssen natürlich, let's go, immer weiter equippen. Nächste Zone. Und jede Zone hat anscheinend hier 20 verschiedene Level. Das bedeutet, es gibt 10 Zonen und 20 Level hat jede Zone. 20 mal 10, Freunde. Denkt nach, 200. Das bedeutet, es gibt insgesamt 200 verschiedene Level, die wir probieren müssen, hier zu bestehen. Und wir kommen schon relativ weit. Dafür, dass wir gerade erst angefangen haben. Was können wir uns denn noch kaufen? Wir können uns hier, verschiedene Boosts oder irgendwie sowas kaufen. Let's go. Wir können uns dreifachen Siege, yo. Lass uns das Ganze mal hier freischalten. Während wir hier natürlich weiter gegen die Noobs kämpfen. Die dreifachen Siege und dreifache Stärke für 15 Minuten. Das bedeutet, wir gönnen uns jetzt den ultimativen Proteinshake für 15 Minuten, dass wir komplett on power sind. Und damit probieren wir mal, 2000 Leben, auch diese Gegner zu besiegen. Die werden natürlich immer und immer schneller hier, die Gegner. Und immer stärker. Hey, hey, der wird einfach nicht besiegt, Kollege. Der ist unmöglich. Hey, hey, was ist los? Was ist los? Los, ey. Liegt doch auf dem Boden. Hä? Da können wir nicht weiter. Jetzt. Junge, was war denn mit dem los? Ha, wir haben ihn schon besiegt. Der lag auf dem Boden und wieder rumzappelt. Was passiert hier? Los, ich mach dich. Let's go hier. Fertig. Die letzte Sekunde laufen. Komm schon. Wie weit werden wir jetzt noch kommen? Okay, der Boost, den haben wir schon aktiviert. Okay, es gibt noch Glück und sowas, was wir uns, nein, freischalten können. Und da wurden wir besiegt. Okay, wir haben jetzt 78 Wins. Und damit können wir uns jetzt hier ein paar Noob-Eier öffnen. Alle öffnen hier so krasse Eier für 100.000 Wins. Und wir gehen in die Ecke. Mich sieht schon keiner. Und, wir müssen klicken. Wir müssen weiter klicken. Let's go. Und natürlich hier die nächsten oder die allerersten. Tada. Die ersten Haustiere öffnen. So, komm. Dann würde ich sagen, let's go. Wir öffnen direkt hier das nächste Haustier. Eine Katze haben wir am Start. Und wir müssen natürlich hier weiter klicken um unser Leben. Um natürlich so die maximale Stärke hier zu bekommen. Und ich glaube, oder es geht gleich los. Es geht gleich los. Komm schon. Ich glaube, bestimmt können wir, let's go, drei Haustiere locker easy peasy equippen, oder? Okay, ich würde sagen, ab geht es. Und hier haben wir sogar, hier haben wir auch eine Noob-Kiste. Hier gibt es, Spuren. Eine gelbe Spur haben wir jetzt geöffnet. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir equippen das Ganze. Hund, Katze und Katze. Das bedeutet drei von, wir können sogar vier equippen. Dann würde ich sagen, komm, öffnen wir nochmal eine. Wir haben gar nicht genug Witz. Aber wir können hier uns, die Spur freischalten. Plus 300 Stärke gibt das Ganze. Dann würde ich sagen, let's go, yo, wir rennen einfach durch. Speedy Gonzales-mäßig. Alle aus dem Weg.
Hier kommt das Muskelpaket Centex mit seinen Haustieren. Und sogar meine Haustiere haben Muskeln. Jo, guck mal, wie schnell wir sind. Wir machen jetzt hier den ultimativen Speedrun. Wie weit werden wir jetzt kommen? Wir sind jetzt schon gleich durch die allererste Zone durchgekommen. Wie krass ist das denn? Alle aus dem Weg, komm schon. Ich habe einen Termin, ich habe einen Termin. Ich muss durch, ich verpasse meinen Bus. So schnell renne ich auch, wenn ich meinen Schulbus oder irgendwas verpasse. Achtung, alle aus dem Weg, Freunde. Ich verpasse den Bus. Okay, okay, und jetzt geht es schon ab. Boah, wie schnell sind wir denn hier bitte? Let's go. Okay, und dann sind wir gleich hier bei der grünen Zone angekommen. Und ich frage mich, gibt es wirklich nur Noobs, gegen die wir kämpfen? Oder gibt es hier noch andere, stärkere Gegner? Weil so langsam, Freunde, sind die Noobs, oh, viel zu schlecht. Let's go. Nächste Zone. Wir sind jetzt hier in der grünen Zone angekommen. Aber es sind zwar Noobs, aber die Noobs haben natürlich immer und immer mehr Leben. Und wir verdienen immer und immer mehr Wins mit den Noobs. Let's go. Und, yo, das sind wir in der nächsten Zone angekommen. Wir haben hier wirklich die nächsten Gegner. Das sind einfach solche, Teufelsnoobs. Solche bösen Teufel, irgendwie sowas. Wie sehen die denn aus? Ihr seht so, yo, ab geht's. Okay, das bedeutet, es kommen anscheinend hier noch neue Gegner. Und ich bin mal so gespannt, was uns ganz am Ende erwartet wird bei der 10. schwarzen letzten Finaletappe. Das müssen ja ultra krasse Monster sein, gegen die wir da kämpfen müssen. Ich glaube, noch haben wir keine Chance gegen die. Aber, yo, wie flitzt der denn hier rum? Ja, aber wir werden es auf jeden Fall schon hoffentlich schaffen. Guck mal, wir haben ihn sogar gleich überholt. Los geht es, meine kleinen Haustiere. Ihr müsst auch trainieren, ihr müsst auch mal Muskeln. Ha, ihr müsst auch mal Muskeln bekommen. Und da sind wir jetzt angekommen bei Level Nummer 5. Das bedeutet, bei der Hälfte sind wir schon, oh, angekommen. Alles ist hier rot. Wo sind wir jetzt hier bitte angekommen? Da, wir haben immer noch hier diese böse Noobs oder sowas, gegen die wir kämpfen. Guck mal, wir müssen nicht mehr kämpfen. Wir rennen einfach durch hier. Let's go. Ein Level nach dem anderen werden wir beenden. Und da laufen die letzten Sekunden. Ich würde sagen, wir sind schon relativ weit gekommen. Es hat sich auf jeden Fall richtig krass gelohnt, die Haustiere. Und, oh nein, da wurden wir besiegt. Und wir können uns sogar hier, oh, für 100 Wins können wir uns rebuffen. Aber bevor wir uns rebuffen, lasst uns mal hier, oh, guck mal, wir können uns hier, oh, ein Ei kaufen, ein Haustier für 1000 Wins. Und episch. Let's go. Oh, 30% Chance. Let's go. Und dann können wir uns hier für 250 Wins können wir uns hier auch noch eine Spur oder sowas freischalten. Tada. Und selten. Und dann würde ich sagen, Freunde, für 100 Siege können wir uns rebuffen. Let's go. Oh, wir müssen klick, 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 klick. Ab geht es. Aber ich will hier, oh, das nächste Tier öffnen. Plus 20% Stärke. Jetzt geht es richtig ab. Ihr seht es. Unsere Stärke geht richtig in den Himmel. Und wir trainieren immer und immer weiter. Mittlerweile sind wir nicht mehr so dünn wie ganz, ganz am Anfang. Und okay, das war's. Und wir equippen die nächste Spur. Plus 750 Stärke gibt es das Ganze. Und schau mal, wie wir einfach durch die allerersten Zonen, ha, einfach durchrennen. Wir metzeln einfach alles nieder. Ohne große Probleme speeden wir jetzt hier durch. Wir sind wirklich schon ultra stark. Da haben wir gar keine Chance gegen uns. Kommt her, ich mache euch alle fertig. Ihr seht es, wir sind wieder ungefähr, oh, bis zur 5. Zone gekommen. Wir sind sogar Platz 1 gerade. Ihr seht es, wir sind gerade am Führen und sind damit der Stärkste auf Platz Nummer 1 im Moment. Aber das geht auf jeden Fall viel besser. Wir haben 2600 Wins am Start. Ich würde sagen, Freunde, komm, lass uns mal, wo haben wir das Ganze? Hier so ein Robux-Tier öffnen. Hier ein Robux-Haustier, Freunde. Hier das mittlere für 400 Robux. Oh mein Gott, natürlich müssen wir weiterklicken. Klick, klick, klick. Wir bekommen schon, oh, immer mehr Stärke pro Sekunde. Mythisch, let's go. Oh mein Gott, okay, das war der schlechteste eigentlich. Aber trotzdem krasser, würde ich sagen. Der gibt uns, oh, was? Oh, okay, dann würde ich sagen, guck mal, wir equippen den. Plus 200% Siege und plus 200% Stärke. Oh mein Gott, schaut auf unsere Stärke. Was geht jetzt ab? Jo, wir werden immer und immer stärker. Let's go, holy macaroni. Das hat sich ja übertrieben gelohnt. Und hier gibt es sogar, und hier können wir uns dann hier verschiedene Spuren noch öffnen für ein paar Robux. Dann würde ich sagen, let's go. Lass uns auch mal hier eine Robux-Spur uns freischalten. Und was werden wir bekommen? Tada, auch mythisch. Let's go. Okay, 60% Chance. Dann würde ich sagen, wie viel gibt es? Das Ganze plus 60.000, was? Die anderen geben uns plus 750, plus 60.000. Oh mein Gott, da würde ich sagen, ab geht es. Jetzt geht es ab. Der ultimative, wow, Speedrun mit unseren Robux-Items, die wir jetzt haben. Ich glaube, die haben es ja ultra cool. Guck mal, können es theoretisch rebirthen oder sowas. Wir können uns erst nach dem nächsten Rennen, also nach dem Rennen, können wir uns mal probieren zu rebirthen. Jetzt bin ich mal gespannt. Schaut mal, wie wir an allen vorbeirennen hier, an den ganzen Gegnern. Die haben hier keine Chance. Die sind alle einfach One-Hits. Das ist ultra krass. Ihr seht, wir sind Platz 1. Und wie schnell wir jetzt hier durchspeeden in diesem Muscle Race Clicker. Alle aus dem Weg. Wir sind wirklich unaufhaltsam. Und da sind wir jetzt sogar bei Level 6 angekommen. Oh, wir haben unseren Rekord jetzt schon gebrochen und haben noch fast 2 Minuten Zeit.
Aber wir rennen einfach durch, ja. Diese alle wurden einfach aus dem Weg. So, du wirst auffällig gemacht. Bam, bam, bam. Ha. Und da, oh, liegen sie. Die nächsten Gegner. Jetzt haben wir hier, solche starke Noobs. Ha. Wie Muskelpakete stehen die da rum. Die sagen so, komm doch her, ich mach dich fertig. Und bam, wir geben ihnen so eine Backpfeife. Klatsch. Und da liegen sie auf dem Boden einfach. Auch diese Kampf sind kein Problem. Was? Da sind wir schon in der 8. Zone angekommen. Der ultimative Speedrun, Freunde. Wie schnell geht das denn? Dank unseren krassen Haustieren, die wir jetzt am Start haben. Es ist ja wirklich unmöglich für die. Und oh mein Gott, Level 9, die vorletzte Zone. Wir haben hier weitere Muskelpakete, Noobs. Aber die sind natürlich kein Problem. Wir sehen zwar nicht so stark aus wie die, muss ich sagen. Die sehen viel stärker und größer aus. Aber Freunde, am Ende zählt es, wer gewonnen hat. Level 10, die finale Etappe, Freunde. Oh mein Gott, die schwarze letzte Zone. Und wir sammeln so, so viele Wins. Wow. Ihr seht es, es geht wirklich ultra krass ab in diesem Muscle-Game. Und Schlusskampf. Und bam, das ist jetzt, oh mein Gott, okay, der Endboss. Komm her, ich mach dich fertig. Und jawohl, wow, wie riesig sind wir denn? Schaut uns mal, wie stark wir jetzt aussehen. Wir haben jetzt wirklich den ganzen Easy Muscle Race Clicker durchgespielt. Wir haben 37.000 Wins. Damit würde ich sagen, guck mal, wir können uns so eine epische Kiste öffnen hier, okay? Obwohl, komm, wir öffnen lieber hier so ein episches Ei, so ein Haustier. Vielleicht bekommen wir da irgendwas Krasses raus. Ich weiß nicht, ob es so krass wird. Episch, dunkler Dungeon. Blub, 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 blub. Haben wir jetzt hier bekommen. Der gibt uns wie viel Prozent? Oh, plus 50%. Siege und Stärke. Okay, aber nicht so gut wie unser Robux-Haustier. Aber den können wir natürlich theoretisch auch direkt equippen. 12.000 Wins haben wir noch. Damit würde ich sagen, guck mal, wir können uns hier eine Profilkiste hier öffnen. Dann würde ich sagen, ey, ich wurde zurückgesetzt. Ey, das ist unfair. Hier, wo haben wir das Ganze? Hier für 1.000 Wins. Aber ich glaube, die anderen Spuren sind auch viel, viel besser. Auch wenn wir jetzt eine seltene Spur haben. Aber Freunde, ich würde sagen, wir klicken. Ey, ich wollte es gar nicht öffnen. Ey, wir klicken jetzt hier. Let's go. Bald schon. Ey, ich öffne die automatisch. Ich will doch nur klicken. Ich will nur klicken. Ey, oh, Junge, ich kann nichts machen. Ich drück nichts. Das kann ja nicht sein. Hey, hört auf, hier meine Trophäen. Aus. Ey, ich flipp aus. Wir öffnen die ganze Zeit irgendwelche Trophäen. Wir können nicht mehr klicken. Wir können nichts mehr machen. Ey, das kann ja nicht sein. Wow, na toll. Will irgendwer vielleicht Spuren haben oder so? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Aber Freunde, ich würde sagen, wir klicken noch ein letztes Mal und heben noch alle Gewichte, die es gibt. Ihr seht es. Wow, wie stark wir mittlerweile sind. Guck mal, wie klein. Die anderen sind, na ihr Kleinen, ja, ihr werdet auch gerne so stark wie ich. Ihr seht, wir sind jetzt wirklich Platz Nummer 1, der stärkste, den es hier gibt, mit den meisten Muskeln, hier im Easy Muscle Race Clicker Game. Oh ja, ihr seht, wir klicken um unser Leben und haben es wirklich geschafft, der stärkste Spieler mit den meisten Muskeln der ganzen Welt zu werden. Ihr seht es, wir können es wirklich hier, oh, hey, meine kleinen Kinder, na, guck mal jetzt zu, was ich jetzt hier mache. Und ich würde sagen, ob geht es, wir können es wirklich hier jeden einzelnen hier, let's go, besiegen. Bam, bam, bam. Und alle sind hier One-Hit. Und wir haben es wirklich geschafft, das stärkste Muskelpaket durch Klicken zu werden. Klick, klick, klick. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.